kleine Geschichte zu Beginn. Ich komme vor 3 Tagen in den Genuss, meinen Sohn dabei zu beobachten. Der rief mich vorher an, sagt: Papa, wann kommst du? Der ist 12 Jahre alt. Ja, wann kommst du nach Hause? Ich warte auf dich, ich habe hier was, ich muss dir was zeigen. Und ich weiß immer schon, wenn solche Sachen kommen, das könnte irgendwas mit, ich muss was bezahlen oder so zu tun haben. Könnte teuer werden oder was auch immer. Ich stelle mich also innerlich darauf ein und bin dann etwas früher abends zu Hause, sitze dann im Rechner, so wie wir hier, Herr Meding, an diesem Rechner sitzen. Und es ist der Rechner meiner Frau und der fummelte irgendwas rum und sagt: Guck mal, Papa, dreht mir das um und sagt: Wie findest du den Schuh? Und jetzt ist ja eine gefährliche Frage, wie findest du den Schuh? Er hatte sich da einen Turnschuh konfiguriert und ganz egal, wie sie antworten, das ist ja immer ein Kaufsignal. Ja, dann habe ich mal Gegenfrage gestellt: Warum fragst du mich das? Brauchst du noch ein Weihnachtsgeschenk? Ich sagte: Ja, ich habe so überlegt, ja, der Nico, mein Bruder, der sein Bruder ist, der hat ja das und das sich gewünscht und das kostet X, ja, und ich habe erst in halb X und wenn ich jetzt das noch habe, habe ich auch X. Ja, vielleicht kennen Sie das, wenn Sie Vater oder wenn Sie Eltern sind, in der gerade vorweihnachtlichen Diskussion, vor weihnachtlichen Diskussion auch. Und er zeigte mir diesen Turnschuh also und dann habe ich gesehen, wie er also die Farben konfigurierte, in Blau, in Rot, in Weiß, ein Basketball-Turnschuh, weil er Basketball spielte. Und dann hat er noch den Namen darauf konfiguriert, Michael Jordan, ja, oder Chuck Attack. Oder Tom, ja, Bur. Und dann hat er sich entschieden, jetzt macht er sein Geburtsdatum 2000 auf den linken Schuh und auf den rechten seinen Vornamen. Warum ich Ihnen das erzähle? Weil das etwas ist, womit wir uns auseinanderzusetzen haben. Menschen kaufen heute anders. Kunden kommunizieren anders. Es sind heute Informationen da, im Netz vorhanden. Und nicht nur im Netz vorhanden. Und wir brauchen nicht nur einen stationären Rechner dafür. Wir können das heute, Herr Meding hat es gesagt, an unseren mobilen Endgeräten mal eben schnell recherchieren. Noch unser Moderator Cemal Osmanovic hat mir gestern Abend eine App gezeigt, mit der er seine Fotos aufhübscht. Die habe ich mir dann gestern Abend direkt runtergeladen. Das führt dazu, dass wir uns im B2C-Geschäft, wie übrigens genau im B2B-Geschäft auch, da läuft der Text etwas anders, ist im Prinzip aber genau dasselbe zu beobachten, uns auseinanderzusetzen haben mit Mustern, die wir zu brechen haben, heißt, wir müssen Gewohnheiten hinterfragen. Wir müssen uns auseinandersetzen damit. Wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Und wenn wir diese Muster gebrochen haben, im Sinne von mit Veränderungen uns in irgendeiner Form angefreundet haben, ist im nächsten Schritt das zu tun, was wir eben brauchen als Menschen, um überhaupt zu Ergebnissen zu kommen. Wir brauchen neue Gewohnheiten, neue Routinen, wie es hier steht. Denn Routinen, die wir etablieren, machen unser Leben schnell. Und so ist ein Smartphone, heute liegt das hier auf dem Tisch und wir haben hier eine Webinartechnik. Vor 5 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Es hat ja vor 8, 9 Jahren schon Blended Learning Konzepte gegeben, die alle gescheitert sind, weil es die Internetleitung dafür nicht gab. Also wenden wir uns dem Thema Veränderungen im Vertrieb einmal aktiv zu. Und ich möchte uns beide, vielleicht darf ich Sie auch ein Stück triggern, lieber Herr Meding, einmal entführen in die Zeit, wie es früher war, Datensichtgeräte. Wir können das sicher sehen auf den Rechnern zu Hause. Das war zu Zeiten, als wir den Engpass als Nachricht hatten. Ja, wir haben heute eine Aktie gekauft und dann wollten wir morgen in der Zeitung lesen, wie der Kurs gestern war. Und wir haben übermorgen die Zeitung gekauft, um zu wissen, wie der Kurs morgen war. Und das ist heute nicht mehr das Thema, die Relevanz, sondern heute ist das Thema zu schauen, welche Bedeutung eine Nachricht für unser Leben hat, die uns sowieso erreicht. Also wir müssen uns heute nicht mehr darum kümmern, dass wir Nachrichten kriegen. Wir kriegen sie eh. Sie werden uns irgendwie zugespielt, ob das über Social Media ist, ob das dadurch ist, dass wir heute zum Beispiel Fernsehsendungen aufnehmen und unser Fernsehprogramm selber machen. Also es geht heute ganz eindeutig in die Richtung, Bedeutung von Informationen für uns zu erkennen, einzupreisen, zu überlegen, was machen wir damit, delegieren, löschen oder irgendwie weiterverarbeiten. Das ist eine Herausforderung, die wir heute feststellen. Wenn wir uns an Telefonate erinnern, früher, das ist hier mal eine Wählscheibe meines Elternhauses, wir haben festgestellt, wir sind gar nicht so furchtbar weit voneinander entfernt, ich will nicht sagen aufgewachsen, aber gibt es Verbindungen. Im Lipperland, wer das kennt, in der Nähe Bielefelds, und ein solches Telefon, Sie sehen das auch sehr benutzt. Das ist natürlich für die Älteren unter uns kein Thema. Wählscheiben, damit kennen wir uns aus. Wenn wir das heute unseren Kindern zumuten, dann gucken die uns ziemlich verständnislos an.
die sind vielleicht noch in der Lage, den Hörer abzunehmen. Die wissen gar nicht, was das ist, glaube ich. Aber wenn wir denen sagen würden, Herr Meding, ruf mal zurück, ja, dann sagen die, hä, was soll ich denn hier machen? Na, sind nicht in der Lage, ist ganz witzig zu beobachten bei Kindergeburtstagen. Heute haben wir haben es eben gesehen, Smartphones, ich würde mal die Wette eingehen, wenn Sie das Smartphone, das Sie haben, in der Konfiguration vergleichen mit dem Smartphone Ihres Nachbarn, dann werden Sie wahrscheinlich eine Anordnung finden, die sehr individuell ist, und Sie werden Apps haben, und Sie werden irgendwelche kleine Mini-Programme installiert haben, die Sie eben für wichtig erachten und die für Sie eine Bedeutung haben, und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr ein Unterschied zu sehen ist zu dem, was Ihr Nachbar hat. So, jetzt kommen wir mal zu einem Thema, das kann Sie etwas amüsieren. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, Ihnen gezeigt, wie so Daten, na, schon auch mal verwendet werden. Sie sehen hier sogar noch hier oben die Plastikreiter. Vielleicht kennen Sie sowas auch. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt lachen zu Hause. Ich habe diese Frage öfter mal auch in Veranstaltungen gestellt. Und dann sagen ganz viele, ja, das kennen wir natürlich und damit arbeiten wir. Es gibt Unternehmen, die müssen sicher gehen, dass das Büro nicht abbrennt, denn wenn das abbrennt, sind die Daten weg. Es gibt ganze kleine und mittelständische Unternehmen, die heute noch irgendwie händisch arbeiten, nichts gegen händisch arbeiten. Wir haben ja auch hier Papier auf dem Tisch liegen, und weil wir haptische Wesen sind, mögen wir Dinge, wenn wir einen Zugang brauchen, vielleicht gerne in der Hand haben. Ja, so ist das. Das ist ja auch verständlich. Nur wenn wir in größeren Kontexten denken, dann brauchen wir eben heute möglicherweise CRM-Systeme, die elektronisch gut funktionieren. Wir sehen hier einen Screenshot von Sales on Demand. Ich könnte mir vorstellen, dass Herr Meding später noch ein bisschen was dazu sagen wird. Das ist ein Datenbanksystem, nennen wir es mal so, mit dem wir uns hier inhaltlich auch beschäftigt haben, das Vor- und Nachteile hat, wie vieles andere auch. Ich könnte mir vorstellen, dass ich im Laufe der nächsten 30, 35 Minuten dazu noch einige Informationen hier ergeben. Wir brauchen heute also ein gutes CRM-System, ist die Botschaft. Wenn Sie das kennen, ja, starke Geschichte. Ich habe mal so ein Abspielgerät auch mal mitgebracht. Ich zeige Ihnen das hier. Vielleicht haben Sie Sympathie für sowas. Die Älteren unter uns sagen, ja, das waren noch Zeiten. Ja. In den 80ern Statussymbol. Ja, genau. Wer so ein Apparat hatte, war ganz vorne dabei. Ne? Da hat Susi Quadro noch 48 Crash gesungen und Sweet und Slate und so weiter. Und die Älteren unter uns wissen auch, welche Bedeutung der Bleistift hat. Wenn Sie das heute jemanden fragen, dann sagen die, hä, was soll der Bleistift mit dieser Kassette? Und einige werden sich jetzt amüsiert zeigen. Heute machen wir Musik nur en passant. Sie sehen das hier, das ist natürlich eine Applikation, hier ein iPod gezeigt, sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich dachte immer, es sei ein iPad, aber steht oben iPod drauf, in klein, in groß, Sie alle wissen, was gemeint ist. Ein kleines Foto aus einem Kochbuch der Mutter meiner Mutter. Sie sehen hier sehr benutzt, wie man früher gekocht hat und irgendwie Quarkspeisen angerichtet hat. Heute gibt es das auch als App, zum Beispiel Jamie Oliver. Ich habe immer gedacht, der hieße Olivier, aber da ich jetzt die ersten Schritte mache, ja, ist ein Brite, ne? Ja. Also dann heißt es Oliver, oder? Oliver. Jamie Oliver. Und der gibt also Kochkurse, und das können Sie per App verfolgen. Ganz wunderbare Geschichte. Da bleibt nichts im Geheimen. Im Übrigen auch für unsere Branche ein wichtiges Thema. Es gibt ja heute als Trainer auch kein Geheimwissen mehr. Alles, was man heute wissen kann, ist im Netz irgendwo verfügbar. Absolute Transparenz. Und es werden immer mehr Hits verlangt und Kommunikationsanforderungen an uns gestellt in einem vorgefertigten Zeitintervall. Wir haben einen Mangel an Orientierung, weil es zu viel Angebot gibt. Es ist insgesamt zu viel da draußen los. Wir haben gleichzeitig mit Innovationen zu tun, die wir nicht bestellt haben, die uns ein Stück Verlust an Sicherheit bescheren. Das ist so unsere Erkenntnis, wie wir heute unterwegs sind. Bezogen auf unseren Verkaufsprozess heißt das, früher hat der Verkäufer Wissen über seine Produktwelten gehabt, die der Kunde nicht haben konnte. Und weil er mehr wusste, als der Kunde wusste, war er in der Lage, zu aktiv zu verkaufen. Kunden haben Fragen gestellt, der Verkäufer hat geantwortet. Es ist am Ende eine Vertrauensfrage, kann ich mich einlassen auf das, was der weiß. Und dann ist ein Verkaufsprozess aktiv gelaufen. Heute haben wir eher einen umgekehrten Prozess, dass der Kunde selbst entscheidet,
ob er kauft oder nicht. Er ist mündig. Ja, wir nennen ihn, sehen wir gleich auf der nächsten Folie hier, früher Zielgruppen, heute Kunde 3.0. Ich gehe gleich nochmal langsam zurück, nicht irritiert sein. Der Kunde 3.0 ist jeder von uns. Das ist unser 17-Jähriger und unsere 77-Jährige und Sie haben können das heute nicht mehr clustern. Wer war Kunde 2.0? Ja, der Kunde 2.0, das ist jemand, der, also ähnlich wie Web 2.0, der im Internet noch spannend sich informiert hat und gesucht hat und Informationen vermutet hat, ohne zu wissen, was mit diesen Informationen für ihn wirklich an Nutzen drin ist. Wir haben den Kunden 3.0 in der Definition, das ist jemand, der sich die Informationen im Netz zieht und damit offline was macht oder die Informationen offline zieht und damit im Internet was macht. Also der Kunde 3.0 ist der hybride Kunde, der auf beiden Welten, in beiden Welten sicher und gut unterwegs ist. Ja, gucken wir uns mal das Kommunikationsverhalten an. Das ist vielleicht eine spannende Zahl für Sie auch. Hier haben wir zwischen 20- und 35-Jährige uns mal angeschaut, wie die Kommunikationszeit ist. Wir haben hier knapp 5 Stunden gehabt, noch vor gut 20 Jahren und heute haben wir einen Kommunikationsaufwand von 5-6 Stunden am Tag. Ich weiß nicht, ich muss hier mal fragen, haben Sie auch Kinder? Oh ja, drei davon. Und in welchem Alter sind die? 15, 13 und 4. Also gut, dann nehmen wir mal die 15- und 13-Jährigen, dann sind die wahrscheinlich auch on, oder? Ja, ja, die und sind gucken on. Auf die Handfläche. Und Facebook, absolut. Das ist es und sagen, Papa, wenn was ist, ruf an, ja, oder sag Bescheid oder sowas, ja. Natürlich, mein Sohn ist gerade in Neuseeland, die Informationen bekommen wir über Facebook, nicht durchs Telefon. Na, wenn was ist, ja, schick mir eine Nachricht. Und ich erlebe das bei meinem Sohn, der Große ist 18, der sagt, don't E-Mail. Ja, der E-Mail sind was für alte Leute, der antwortet schon gar nicht drauf. Ja. Also wenn ich ihm eine E-Mail schreibe, dann kann es sein, dass er über WhatsApp eine Antwort schickt. Und damit will er zeigen, ich soll auf die App gehen, ja, weil das für ihn schneller geht. Also die sind heute einfach unmittelbarer und direkter und auf den Punkt. Im Übrigen mit der Auswirkung, vielleicht haben Sie das auch gesehen, ich bin gar nicht glücklich, dass, wenn es darum geht, Schriftbilder sich anzuschauen, sieht das hier bei unserer Auszubildenden auch, da muss man schon oft mal zweimal hingucken, ne? Groß- und Kleinschreiben, Syntax und so, alles schwierig. Oder? Ja, man bekommt so viel Information, aber es führt an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen zu einer Verarmung der Sprache, wenn man ehrlich ist. Daraus leitet sich ein Trend ab, den will ich auf der Tonspur gerne anbieten und dieser Trend ist, es wird derjenige ein Meister bleiben, der es schafft, Menschen direkt anzusprechen und in einem Gespräch zu begeistern.